Oi da, was geht ab Leute, Team Bubble hier. Heute mit einem weiteren Interview, und zwar von BLS Unboxing. Ist ein Trade- und Unboxing-Channel halt, klar. Und halt Openings und cooler Typ, korrekter Typ. War so nett und hat uns sofort ein Interview gemacht, gegeben. Wurde ja von einem Fan, also einem Zuschauer vorgeschlagen, dass wir das nächste Interview mit ihm machen sollen. Haben wir natürlich sofort klar gemacht. Ein paar neue Fragen haben wir ihm gestellt, ein paar alte. Hoffentlich wird es euch gefallen, ansonsten checkt seinen Channel ab und schreibt unten in die Kommentare, wen ihr als nächstes sehen wollt und vielleicht noch ein paar Fragen, die ihr den Leuten gerne stellen würdet. Ansonsten viel Spaß mit dem Interview. Frage Nummer 1, wer bist du? Jo, also ich grüße euch, ich bin der Thomas, 21 Jahre alt und bin zurzeit wohnhaft in Chemnitz. Ich mache eine Ausbildung zur operationstechnischen Assistenz. Und ja, ich bin hier auf YouTube, bekannt unter dem Namen BLS Unboxing und ja, ich mache Yu-Gi-Oh! Videos, darunter viele Unboxings, Deck Profiles und eine Menge Trades etc., was das Yu-Gi-Oh! Herz begehrt. Frage Nummer 2, wie bist du zu Yu-Gi-Oh! Gekommen? Jo, bei mir hat das angefangen alles mit Yu-Gi-Oh! Das war in der Grundschule, ein Kumpel von mir. Hatte damals einfach mal jedes Kartenspiel gesammelt, Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, alles. Und von diesen ganzen Kartenspielen hat mich einfach Yu-Gi-Oh am meisten begeistert da. Und dann bin ich dann, weil ich halt auch jetzt da mitmachen wollte und so und auch solche Karten haben wollte, bin ich dann einfach mal eines Tages zu meinen Eltern. Das war noch so, da war der Euro sozusagen erst frisch eingetroffen. Also die D-Mark, die war da nicht lange her sozusagen. Und ja, wie auch immer, ich habe sie gefragt und die meinten so, ja, na klar, kannst kaufen und so, ist kein Problem. Und ja, da bin ich einfach in den Spielzeugladen und habe mir da gleich zwei von diesen Oldschool-Decks geholt. Von einmal von Kaiba mit dem blau-weißen Drachen und von Joey. Ich fand einfach die beiden Drachen mega hammergeil. Auch schon aus der Serie irgendwie, es war einfach nur, ich hatte ja zu der Zeit auch die Serie mitverfolgt und es war einfach nur utopisch und ich habe die Decks zusammengefügt und zusammengeführt und mit denen gespielt, mit den Freunden, mit meinem Bruder, der hat sich dann damals auch genau zur selben Zeit sich das Deck vom Yugi geholt mit dem dunklen Magier und ja, es hat einfach nur mega Spaß gemacht und der Spaß, der hält auch noch bis heute an. Frage 3. Wie lange spielst du schon Yu-Gi-Oh! Bzw. seit wann? Ja, ein bisschen wurde die Frage jetzt schon in Frage 2 beantwortet, will aber trotzdem noch ein bisschen näher darauf eingehen, weil ich denke, es ist ganz wichtig. Und zwar habe ich ja wie gesagt angefangen 2001 damit zu spielen. Es ging dann mehrere Jahre bis in die Gymnasialzeit so rein, 7., 8. Klasse. Und wie es dann nun mal so ja, gab es ja in meinem Freundeskreis immer weniger Leute, die dieses Spiel dann noch gespielt haben und dann ist es halt irgendwann mal auch bei mir nicht mehr so das aktuelle Thema gewesen und landeten dann irgendwann mal in irgendwelchen Schubläden oder so und ja, hervorgekommen sind die dann wieder so in der Oberstufe. Da hatte ich mir da mal so alte Yu-Gi-Oh! Folgen angeschaut und bin da übelst in Nostalgie verfallen. Hab mir da meine alten Karten angeschaut. Ich hatte zu der Zeit schon also ziemlich gute Karten irgendwie auch gehabt und ich dachte mir so, oh geil und so. Und da habe ich mir dann eine Zeit lang ein paar YouTube-Videos angeschaut, so zum Beispiel von Simply Unlucky, mega cooler Typ. Und ja, der hat dann mich noch mehr inspiriert, da in Yu-Gi-Oh! Weiterzumachen und deshalb habe ich mir dann irgendwann mal auch ein Display geholt, so, wenn ich dann so meine Ausbildungszeit angefangen habe und auch ein bisschen mehr Geld, sage ich mal, selber verdient habe, konnte ich mir dann auch mal sowas leisten und dann habe ich mir so ein Display mit 5 Packs drin gekauft von der Gold Series 5. War mega cool, ich habe es geöffnet und ich habe es einfach nur geliebt und oh, so mega geil, da habe ich mir das nächste Display geholt und das nächste Display und irgendwann dachte ich mir so, das musst du irgendwie der Welt zeigen, alleine, nur das alleine zu machen ist jetzt auch nicht so das Wahre und dann bin ich halt auf YouTube gekommen und dachte mir so, teilst du das halt mit anderen Leuten und ja, so bin ich dann letzten Endes hier gelandet und spiele es bis heute und noch weiter.
Frage Nummer 4. Welche ist deine Lieblingskarte? Ja, es ist natürlich eine ganz schwere Frage jetzt. Viele werden es jetzt nicht glauben, aber es ist wirklich der Black Luster Soldier, Elmo of the Beginning oder Schwarzglänzender Soldat, Gesandter des Anfangs oder abgekürzt einfach BLS. Deshalb auch mein Name, BLS Unboxing. Ist einfach eine mega coole Karte, habe ich schon damals geliebt. Und ja, es ist aber jetzt nicht so, dass... Also es gibt doch sehr, sehr viele Nachfolger, die ganz eng an den BLS sind. So Dark Paladin und so, ist ein mega geil. Es gibt so viele geile Karten einfach in Yu-Gi-Oh!, die entweder vom Artwork cool sind, die vom Effekt geil sind oder wie auch immer. Also es ist eigentlich wirklich schwer, da irgendwie eine Lieblingskarte herauszufinden, aber ich habe mich jetzt doch letzten Endes wirklich für den BLS hier entschieden, logischerweise, und ja, es ist einfach nur mega cool. Ich habe den hier 5-mal, sind alle in irgendwelchen Decks bei mir verbaut, also falls jetzt hier jemand auf die Idee kommt zu sagen, oh ja, du hast so viele und so, kannst du ihn abdrücken und so, vergesst das. Jo, Leute. Frage Nummer 5. Welches ist dein Lieblingsdeck? Ja, das ist tatsächlich, man wird es kaum glauben, eine schwierige Frage für mich, weil ich halt mehrere Decks habe und nicht wirklich ein Lieblingsdeck habe. Ich würde es eher so sagen, dass ich mehrere Lieblingsdecks habe. Und ja, ich finde es einfach irgendwie cool, so bestimmte Yu-Gi-Oh! Spezien, sage ich mal, in Decks ja, mit einzubauen oder direkt daraus irgendwie ein Deckthema zu machen. Und deshalb sind die alle für mich irgendwie einzigartig und deshalb auch irgendwie meine Lieblingsdecks. Es ist einfach crazy. Ich kann halt aber auf jeden Fall sagen, dass ich damals, als ich noch nicht so die Kartenvielfalt hatte, aber die Yu-Gi-Oh! Serie GX geschaut habe, übelst darauf abgefahren bin, mit den Cyberdrachen und so. Ich wollte da unbedingt ein Deck haben und so und habe das auch versucht zu bauen. Ich habe da versucht, an die Cyberdrachen ranzukommen. Das war damals übelst schwer. Das ist unglaublich. Heute kriegst du übelst leicht in irgendwelchen Reprints oder sonst irgendwie. Aber damals, ich habe die gesucht und letztendlich habe ich dann auch wirklich irgendwie ein Cyberdrachen-Deck hingekriegt. Und das ist sozusagen die schon etwas aktuellere Version meines Cyberdrachen-Decks, und das würde ich jetzt eigentlich wirklich, zumindest für meine frühere Zeit, dazu zählen, zu den wirklichen Lieblingsdecks. Und damals war es auch einfach so. Es war teilweise dann auch sogar das einzige. Ich hatte noch, glaube ich, ein Oldschool-Deck oder so, wie ich es heute auch noch habe. Aber das hier war einfach so das erste Deck, welches sich auf eine bestimmte Yu-Gi-Oh!-Spezies, halt den Cyberdrachen, spezialisiert hat. Und ja, es war einfach Bombe und ich habe es geliebt, wenn man hier schon so durchgeht. Oh, da kommen Oldschool-Gefühle hoch. Es ist einfach, dieses Deck wird wahrscheinlich gegen heutige Decks einfach mal keine Chance haben, ganz klar. Man könnte es vielleicht irgendwie ausbessern, aber es wird nie so perfekt sein. Aber es bleibt für mich trotzdem noch Oldschool und es ist einfach nur toll. Frage Nummer 6. Was magst du an Yu-Gi-Oh? Ja, hier würde ich jetzt einfach mal das Wort Vielfalt in den Raum werfen. Mit Vielfalt meine ich in dem Fall die Mannigfaltigkeit von Deckthemen, die es gibt. Burning Abyss jetzt, um da mal die aktuelleren Deckthemen ja mal vorzustellen. Burning Abyss, Settler, Clifford, Yangtze und so weiter. Man weiß nie, wenn man gegen jemanden spielt, was er eigentlich erwartet, außer er verrät einen vorher. Und es bleibt halt einfach immer spannend, es wird nie langweilig, und das ist einerseits auch so ein Ding, was Yu-Gi-Oh! Wirklich richtig, richtig cool macht. Dazu bringt halt jedes Deckthema dann auch noch eine eigene Strategie mit, und das meine ich dann halt auch mit Mannigfaltigkeit, mit Vielfalt in Yu-Gi-Oh!, was einfach nur amazing ist. Und ja, dazu finde ich auch die ganzen Artworks irgendwie interessant. Also es gibt dann eher die einfacheren gehaltenen Artworks, die eher für die jüngeren Yu-Gi-Oh! Spieler vielleicht gemacht sind. Also in meinem Fall ist es nicht. Und dann gibt es halt die detaillierten Artworks, die wirklich richtig awesome aussehen.
Die finde ich richtig geil und oh, das ist, da ist einfach auch für jeden was dabei, für jung und alt, und Yu-Gi-Oh! Ist einfach ein Spiel für jedermann. Und ja, dazu mag ich noch das ganze Foilsystem und so, auch wenn es jetzt ein bisschen billig wird, trotzdem gefällt es mir persönlich. Und ja, genau. Was ich auch noch richtig cool finde, ist, dass Yu-Gi-Oh! So wie eine eigene Community, wie so, so eine eigene Gruppe sozusagen ja, kreiert. Man ist mit einer Community verbunden oder mit Leuten verbunden, die halt genau dasselbe Interesse mit dir teilen. Und das ist halt wie im Fußballclub oder so. Du bist bei jemandem im Fußballclub und so, die haben halt alle das Interesse für Fußball und so. Und dann hast du dort halt deine Freundschaft und dann hast du noch außerhalb des Fußballclubs deine anderen Freundschaften. Und es ist einfach wirklich, du gehst hier Verbindungen ein und es ist einfach nur wirklich schön. Yu-Gi-Oh! Ist wirklich was für jedermann. Yu-Gi-Oh! Verbindet. Yu-Gi-Oh! Ist dazu noch ein klasse Spiel. Also kauft es euch, Leute. Kauft es euch. Es ist einfach nur toll. Ich liebe dieses Spiel. Ja, siebte Frage. Was hast du an Yu-Gi-Oh! Hassen ist ein ziemlich starkes Wort, sage ich mal. Aber man kann es schon hier mit einer Frage beantworten. Und zwar ist es jetzt einfach in dem Fall wirklich so, dass die Karten überpowered sind. Also die neueren Karten so, vor allem durch die Pendelbeschwörung, die ja jetzt sozusagen ziemlich aktuell ist, sind die Karten einfach nur überstark geworden. Ältere Karten haben keine Chance. Es gibt zwar Support und alles drum und dran, welche halt die, so die älteren Karten, ein Teil zumindest davon halt wieder so ein bisschen aufleben lässt und vielleicht auch ein bisschen dagegen halten lässt, wie auch immer. Also, dass sie so gegen diese Cliffords zum Beispiel und sowas halt schon ein bisschen was ausrichten können. Aber ich finde, das ist auch einfach nur ein Versuch. Und ja, letzten Endes spielt man ja doch nur irgendwelche Stables, so Raikeki, Spielkraft und alles drum und dran aus der früheren Zeit. Und ich finde das halt ein bisschen schade. Ja, aber was willst du machen? Und trotzdem, es gibt halt, also durch die neue Pendelsachen gibt es schon so wieder mehr Vielfalt, mehr Strategien und so, und das ist ja alles toll, aber ich finde, das gab es auch schon vorher, und ja, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ja, okay. Aber vielleicht war es für mich auch einfach ein bisschen zu viel auf einmal, weil ich mich ja erst mit XDs und Synchros so anfreunden musste, welche ich jetzt auch mega geil finde und so, und ich mag das übelst. Und jetzt kein noch Pendel dazugekommen ist. Also mal sehen, was die Zeit bringt. Vielleicht habe ich mich dann auch schon mit Pendelbeschwörungen und sowas angefreundet und finde das ganz geil. Aber momentan ist es noch so. Und ja, genau. Und was mich auch noch stört, ist einfach, du kaufst dir neue Displays und ziehst eine Secret Rare oder so, und letzten Endes ist die dann irgendwann mal auch wieder einfach mal nichts wert. Das war früher nicht so. Früher, wenn du eine Secret Rare gezogen hast, da hast du einfach, da, die war übelst lang, übelst krass was wert. Die war, die, das war was Einzigartiges. Du hast auch damals noch nicht mal irgendwie in einem Display die Garantie gehabt, eigentlich eine Secret Rare zu ziehen, was ja heute so ist. Und ich finde das einfach ein bisschen schade, dass das alles nicht mehr so, ja. Ja, wie soll ich denn das sagen, dass das nicht mehr so aufregend vielleicht auch war, ich weiß es nicht. Also irgendwie, du siehst das Secret Rare und so und ja, freust dich zwar am Ende, aber letzten Endes im Wert sinken die trotzdem. Das ist halt mega schade, überhaupt dieses ganze, die ganzen Foils. Man war früher wirklich froh, eine Foil gezogen zu haben, und heute ist es teilweise so, dass manche Super Rares einfach mal, ja, hätten auch als Common gedruckt werden können oder so, wie auch immer, ne? Genau, ihr versteht sicherlich, was ich meine, und ja, genau, das ist das, was mich so ein bisschen an Yu-Gi-Oh! Stört, gerade an dem Kartenspiel. Was würdest du an Yu-Gi-Oh! Ändern? Eine interessante Frage, und dazu habe ich auch kleine, richtig gute Antwort, und zwar würde ich einfach mal ändern wollen, dass Yu-Gi-Oh! Vielleicht ein bisschen billiger zu kaufen gibt, so ganz normal, also nicht Internet, sondern wirklich normal in den Shops oder so. Halt, ich kann mich nämlich noch gut erinnern, dass ich damals als Kind
mein ganzes Taschengeld für nur ein paar Booster ausgegeben habe dafür und dann hast du noch nicht mal was Gutes gezogen oder so und es war ist einfach nur schade drum und so und hättest es ein bisschen billiger gegeben, dann hättest du da zwar vielleicht trotzdem dein ganzes Taschengeld ausgegeben, aber da hättest du vielleicht ein bisschen mehr für dein Geld gehabt, ne? Und ich weiß, dass jetzt vielleicht die Booster im Gegensatz zu früher ein bisschen billiger geworden sind, aber es ist trotzdem übertrieben und ich weiß, dass da vielleicht auch der Wert der Karten sinkt, aber den finde ich sowieso gerade einfach mal nur außen, also die haben nicht mal alle Latten am Zaun, sagen wir es mal so, du ziehst eine Secret Rare aus dem Booster, die dann irgendwie einige Zeit später einfach mal nichts mehr wert ist, 2,99 oder sonst irgendwas, und dann ziehst du eine Secret Rare, die 50 Euro oder sonst was wert ist, was ich einfach nur utopisch finde, die sollten da ein bisschen Normalität vielleicht reinbringen, was ich ganz okay fände dann irgendwann, ne? Also das würde ich so ein bisschen an Yu-Gi-Oh! Ändern. Genau. Mehr würde mir jetzt gerade momentan nicht einfallen. Vielleicht fällt mir dann irgendwann nochmal was ein. Neunte Frage. Was spielst du zurzeit? Ja, ich spiele zurzeit das Burning Abyss Deck. Und zwar hat es echt lange gedauert, bis ich das endlich mal zusammenbauen konnte, weil wirklich viele krass teure Karten dabei sind. Dabei also dreimal dieser Dante hier mit einer meiner wertvollsten Karten hier und ja, hier erstmal noch ein extra Deck, weil es ist noch ein kleines Geheimnis, wie mein Deck aufgebaut ist. Dazu wird aber noch mein Deck-Profile kommen. Für euch, Leute. Zehnte und letzte Frage. Was ist deine wertvollste Karte? Ja, ich weiß zwar jetzt nicht genau, wie der Kartenwert meiner wertvollsten Karte ist, aber in meinen Augen ist einfach die wertvollste Karte hier Slifer, der Himmelsdrache in Englisch aus der Jump. Und die fand ich damals, als sie irgendwie rauskam oder so, halt mega cool. Das Artwork fand ich so geil und ich wollte die unbedingt haben, aber die war echt so teuer. Unglaublich teuer, irgendwie 80 Euro oder so, wenn du die in Englisch haben wolltest. Ungefähr so 80 Euro, das war einfach unglaublich. Ich weiß nicht, wie es momentan so ist, aber für mich ist das wirklich die wertvollste Karte. Es gibt sicher noch andere wertvolle Karten in meiner Sammlung, halt darunter auch Dante oder so. Und ich weiß jetzt nicht, welche Karte sozusagen wertvoller ist, aber in meinen Augen ist wirklich Slifer, der Himmelsdrache hier, die wertvollste Karte in meinem Besitz. Genau. Ja, das war das Interview. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, ich bin gespannt. Ich freue mich, wenn wir uns bei anderen Videos von mir sehen können. Und ja, wenn ihr noch mehrere Fragen an mich habt und so, schreibt es gerne in die Kommentare runter und ich beantworte sie euch. Und ja, haut rein, Leute, man sieht sich.